Aufwärmen machen wir nicht, oder? Aufwärmen haben wir schon gemacht vorher. Nee. Wir wärmen uns immer auf. Nee, sonst ist doch viel zu gefährlich. Ach so, ist doch noch gefährlich, stimmt wir ja. Wir wärmen uns nicht auf. Stimmt, nie aufwärmen. Genau, so, jetzt machen wir mal schön für die Kamera. Du sagst, dass du gefährlich ja, ist. Ja, mach mal. Bisschen vielleicht einen Tick breiter greifen noch. So, jetzt. Gut. Oh, dein Kreuz. Um Gottes Willen, dein Kreuz. Du bringst dich um. Das ist viel zu gerade. Das ist viel zu gerade und du bringst dich mit dem noch um. Das ist lebensgefährlich, was du da machst. Das ist lebensgefährlich. Echt? Ja. Ich würde sagen, klären wir mal kurz auf, oder? Warum ist es lebensgefährlich? Ganz einfach, weil das Gewicht viel zu schwer ist. Der Mensch. Das ist jetzt mehr als ich. Darf ich das noch machen? Ja, das darf man gar nicht machen. Das ist ganz Übung, ist furchtbar, weil. Du hörst ja immer wieder, dass diese Übungen wie zum Beispiel Kreuzheben und natürlich auch Kniebeuge sehr gefährlich sind. Stimmt. Und die Frage ist, du, was wir jetzt klären wollen, warum ist die überhaupt gefährlich? Liegt es an der Übung oder liegt es vielleicht daran, dass Menschen diese Übung ausführen und sie vielleicht nicht richtig ausführen? Weißt du, was ich glaube? Ich sehe da was. Ah. Und zwar, dass die Aussage, dass Kniebeuge und Kreuzheben gefährlich sind Bullshit, Freunde. Und zwar, warum? Ganz einfach. Es gibt Menschen auf dieser Erde, ich weiß nicht, momentan der aktuelle Rekord liegt im Kreuzheben. 64? Irgend sowas, also auf jeden Fall gut über 400 Kilo und auch bei der Kniebeuge, keine Ahnung, auch. Ronnie Coleman hat 400 Kilo geringert. Genau, also. Extrem hohe Gewichte. Gut, Ronnie Coleman hat leider etwas, genau, und hat leider etwas Rückenschmerzen zwischenzeitlich. Aber es gibt genügend olympische Sportler, Gewichtheber, die haben hervorragende Bandscheiben, die haben noch nie einen Bandscheibenvorfall gehabt oder sonst irgendwas. Die verletzen sich schon auch mal, nämlich wo gehobelt wird, fallen natürlich auch mal Späne. Berufsrisiko. Genau. Aber dieses Thema, dass Kreuzheben oder Kniebeugen grundsätzlich gefährlich sind, kann man so nicht stehen lassen. Und zwar... Ja, warum? In der Regel ist es so, dass wenn diese Übung gefährlich ist, liegt es erstens daran, dass vielleicht derjenige, der die Übung ausführt, überhaupt noch nicht die technische Voraussetzung hat. Das heißt, er hat vielleicht mal gesehen, dass man Kreuzheben machen kann, hat sich nicht richtig zeigen lassen und macht dann das Kreuzheben erstens mal falsch. Zweitens, vielleicht überschätzt er sich einfach und nimmt für seine Trainingserfahrung, die er hat, viel zu viel Gewicht. Und drittens, vielleicht passiert auch tatsächlich mal aus Unkonzentriertheit, wenn man nicht ganz den Fokus gehabt hat, tatsächlich eine leichte Verletzung. Aber grundsätzlich, wenn man gewisse Grundregeln einhält, bei der Kniebeuge im Kreuzheben kann nichts passieren. Was wären die Grundregeln beim Kreuzheben zum Beispiel? Beim Kreuzheben ist die Grundregel, dass man erstens mal sich entsprechend positioniert. Positioniert heißt, erstmal in den schulterweiten Stand gehen, darauf achten, dass die Füße unten einen kompletten Kontakt auf dem Boden haben. Dann gehe ich runter in die Grundstellung, greife rechts und links, so dass ich im unteren, tiefsten Bereich nicht meine Knie berühre. Achte darauf, dass die Knie von der Kniemitte zwischen großem und zweiten Zeh sind. Schöne gerade Belastungslinie. Geh runter, greif fest, bleib mit dem Kopf in der Verlängerung der Halswirbelsäule. Und wenn ich jetzt anhebe, achte ich darauf, dass ich komplette Körperspannung habe. Das heißt, Brustwirbelsäule leicht anheben, Spannung im Core. Po ist unter Spannung, Brust ist leicht angehoben, Schulterblätter sind fixiert. Was und dann, ja. Man sieht nämlich gerade im Spiegel ganz gut. Mal die Kamera hier raus, ja. Aus dem Stativ. Gerne. Jetzt sieht man da richtig gut. Der Rücken ist schön gerade. Kopf in der Verlängerung lassen. Nicht nach oben gucken und Druck auf den HWS aufbauen. Und auch nicht unten einrollen, sondern Verlängerung lassen. Und jetzt anheben. Gut, und das gleiche Spiel wieder beim Abwärtslassen. Arm, Schienbeine lang nach unten und Rücken gerade halten. Tiefster Punkt ist Po bzw. Hüfte, ist ungefähr 15 Grad tiefer wie Mitte Schulter. Und wenn ihr es seht, guckt den Rücken genau an, super gerade. Natürlich, was fatal ein Fehler wäre, wäre
solche Dinge zu machen. Da sieht man ziemlich viele YouTuber, die das genau so machen. Und genau das ist das Problem, dass dann viele Jugendliche, die das so sehen, das genau so machen, weil sie sagen, wenn der so eine Keule hat und das so macht, dann kann ich das auch so machen. So wie ihr es gerade gesehen habt, mit einer runden Wirbelsäule ist kein hohes Gewicht zu bewegen, beziehungsweise sollte man gar kein Gewicht bewegen. Und deswegen einfach nehmen wir die Freihandelübung in Schutz. Es liegt in der Regel nie an der Übung alleine. Natürlich ist eine Übung, die mit Gefahren versehen ist. Natürlich, wenn du im Auto 250 auf der linken Spur fährst, ist es ein gewisses Risiko, aber auch ein kalkulierbares Risiko. Und das Gleiche ist natürlich auch hier beim Kreuzheben. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Aus dem einfachen Grund, wenn ich alle Parameter einhalte, die Grundstellung, die Positionierung der Hantel, die Körperspannung, die Atmung, dann kann man in der Regel nichts passieren. Natürlich, eine hundertprozentige Garantie kriegt man nie. Aber wenn Menschen was tun, wie beim Kreuzheben, zu viel Gewicht benutzen, bei der Kniebeuge zu viel Gewicht benutzen, völlig unkonzentriert und nur darauf achten, dass ihrem Ego dabei gut geht, dann kann was passieren. Dann liegt es aber zwangsläufig nicht in der Übung. Mir hat mal ein Computerspezialist gesagt, das Problem ist nicht der Computer, das Problem sitzt davor. Das habe ich mir gut gemerkt. Das Gleiche gilt nämlich hier auch. Die Hantel ist nicht das Problem. Und auch die Gewichtsscheiben sind nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass derjenige, der davor sitzt und davor macht, bevor das Ganze ausführt oder die Übung ausführt, dass der Fehler hat und dass der Fehler begeht. Sei es ein Bewegungsfehler oder sei es einfach nur, dass er sich völlig überschätzt hat mit der Gewichtsbelastung. Und dann ist er vielleicht noch im Studio. Und ganz viele Leute außenrum gucken zu. Und was passiert? Er hebt es an, merkt, er schafft es nicht. Was macht er? Ein Mann will niemals ein Loser sein. Er zieht weiter und zieht weiter und zieht weiter. Und nebendran stehst du und denkst, Alter, was macht der da? Aber er kann es nicht lassen. Er muss die Übung ausführen. Hauptsache hat das Gewicht hochgehoben. Und das ist natürlich Mist. Also Freunde, es liegt in der Regel nicht daran, dass Freihandelübungen, Kreuzheben, Kniebeuge, whatever es auch gibt, dass die dran schuld sind, dass Verletzungen entstehen. Natürlich, klar, gleich noch, eine Freihandelübung ist natürlich von der Ausführung her immer etwas komplizierter und mit mehr Erfahrung versehen wie eine maschinengeführte Übung. Deswegen ist schon sinnvoll, dass vielleicht ein Anfänger, der überhaupt keine Ahnung hat, dass er so eine maschinenorientierte Übung anfängt. Aber im Laufe der Zeit sollt ihr alle raus mit Freihandeln arbeiten. Das Wichtigste ist daran, dass ihr einen guten Coach habt, der euch das genau zeigt, wie es ausgeführt wird. So, alles. Akku leer. Oh, von meinem Mikrofon ist der Akku leer, Freunde, noch ganz schnell. Super, dass ihr zugeschaut habt. Unten Bemerkung reinschreiben, wenn ihr was sehen wollt. Tschüss, fertig.